Darf ich bei diesem Verkehrszeichen einen Traktor überholen? Darf ich ihn generell bei diesem Verkehrszeichen nicht überholen? Oder gibt es vielleicht Ausnahmen, in denen ich ihn schon überholen darf? Ja, mehr dazu in diesem Video. Ja, herzlich willkommen. Weitere Folge Fragen Freitag. Das Videoformat, ihr wisst es wohl schon, in Kooperation mit F-Online, wo ich häufig fallspannende Prüfungsfragen, spannende Prüfungsfragen gemeinsam mit euch, mit F-Online durchgehe. F-Online ist Österreichs kostenlose Lernplattform mit allen amtlichen Prüfungsfragen. Ja, und mein Name ist Bernhard Hummel und ich hoffe, ich habe jetzt alles, was ich so ins Intro bringen sollte, gesagt. Und damit komme ich jetzt auch gleich direkt zur Frage 593 und diese Frage, da bekomme ich sehr häufig auch in der Führerscheingruppe Fragen dazu. Ja, oder wird in der Führerscheingruppe auch häufig darüber diskutiert. Ihr wisst, diese Gruppe auf Facebook, ich verlinke sie euch mal wieder darunter, die ich dazu gegründet habe. Jetzt aber konkret zu dieser Frage. Frage 593, Sie kommen zu diesem Verkehrszeichen, vor Ihnen fährt ein Traktor, dürfen Sie diesen überholen? Und die Antworten, die werden da vielleicht ein bisschen überraschen und ich weiß auch, dass da statistisch sehr häufig falsch geklickt wird. Gehen wir der Sache auf den Grund. Ich denke, vor allem auch spannend für ja, langjährige Autofahrer, sich da immer wieder Gedanken darüber zu machen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Bevor wir diese Frage ansehen, möchte ich aber bitte darauf verweisen, seht euch das Video, das ich schon gemacht habe, zur Frage 812, wo das Überholverbot mit Zusatztafel besprochen wird, weil auf das möchte ich hier aufbauen und das hängt wirklich unmittelbar zusammen und dann brauche ich das nicht wiederholen, sondern wir können sozusagen direkt jetzt hier auf diese Frage eingehen, aber aufbauen mit dem Wissen von diesem Fragenfreitag, den ich schon gefilmt habe. Also bitte vorher ansehen, damit das mehr Sinn macht. Ja, und jetzt kommen wir konkret zu dieser Frage und dafür müssen wir im Grunde genommen in drei Paragraphen reinschauen. Und zwar, was sind die relevanten Gesetzestexte? Einerseits Straßenverkehrsordnung § 52, denn da finden wir das Verkehrszeichen. Und andererseits dann § 15 und 16 StVO muss das sein, denn da haben wir das Thema Überholen und Überholverbote genauer drinnen. Ich verlinke euch natürlich die Gesetzestexte wie gewohnt auch zum in Ruhe komplett nachlesen in der Beschreibung. Schauen wir jetzt mal direkt in den § 52 hinein in der StVO. Die Vorschriftszeichen und wenn wir da runter scrollen ein bisschen, sind wir beim Überholen verboten und da sehen wir eigentlich nicht viel Info, die uns jetzt so konkret auf diese spezifische Frage weiterhilft. Ja. Dieses Zeichen zeigt an, dass das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten ist. Es ist auf beiden Seiten der Fahrbahn anzubringen. Ja, was hilft uns jetzt sicherlich mehr, wenn wir dann nochmal, also gut, das sagt uns jetzt mal, dass das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten ist, also das hilft uns natürlich schon ein bisschen weiter, ja, denn der Traktor ist nun mal ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, aber § 15 Überholen könnt ihr mal genauer durchlesen, da haben wir drinnen, dass eben grundsätzlich nur links zu überholen ist, außer in den Fällen des Absatz 2 und 2a, also rechts zu überholen sind zum Beispiel Fahrzeuge, deren Lenker die Absicht anzeigen, nach links einzubringen oder zum linken Fahrbahnrand zuzufahren und die Fahrzeuge links eingeordnet haben. Also ja, oder dann zum Beispiel auch die Schienenfahrzeuge etc. Schauen wir jetzt aber in den § 16, weil da glaube ich haben wir wirklich jetzt das ganz konkret diesen Punkt sozusagen, auf den wir es immer bringen wollen. Ja? Lest euch wie gesagt gerne die Paragraphen auch komplett durch, um das noch genauer auszuarbeiten. Aber ich denke, wenn man das Video ansieht und die Frage dort falsch beantwortet, dann sucht man nach einer schnellen Lösung oft. Versuche ich euch, soweit ich das halt schaffe, gerne zu geben. Und dafür schauen wir jetzt in weiterer Folge jetzt kombiniert dazu in den § 16 Absatz 2. Außer den in Absatz 1 angeführten Fällen darf der Lenker eines Fahrzeuges nicht überholen. A, und das ist genau der Punkt, mehrspurige Kraftfahrzeuge auf Straßenstrecken, die durch das Vorschriftszeichen überholen verboten gekennzeichnet sind. Also grundsätzlich darf ich dann eben keine mehrspurigen Kraftfahrzeuge, auch keinen Traktor überholen. Es darf jedoch überholt werden, wenn rechts zu überholen ist. Und ich verweise nochmal auf den 15 in dem Zusammenhang, den wir uns gerade angesehen haben, rechts sind zu überholen, § 15 Absatz 2 und 2a. Ja? Und da haben wir eben dann diesen Fall aus der Frage, Fahrzeuge, deren Lenker die Absicht anzeigen, nach links einzubringen oder zum linken Fahrbahnrand zuzufahren
und die Fahrzeuge links eingeordnet haben, die Schienenfahrzeuge, und ja, schauen wir uns vielleicht den 2a auch noch dazu an gleich, dann haben wir es wirklich vollständig: Fahrzeuge des Straßendienstes, die bei einer Arbeitsfahrt einen anderen als den rechten Fahrstreifen benutzen, dürfen rechts überholt werden, sofern nicht genügend Platz vorhanden ist, um links zu überholen und sich aus Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergibt. Ja, also das sind sozusagen die Ausnahmen, in denen rechts zu überholen sind, und wie gesagt, Kombination mit dem 16 Absatz 2a sehen wir dann, es darf wieder überholt werden, wenn rechts zu überholen ist. Also in diesen Fällen darf dann eben sehr wohl auch bei diesem Überholen verboten Vorschriftszeichen ein mehrspurige Kraftfahrzeuge überholt werden. Gut, mit diesem Wissen gehen wir jetzt zurück zur Frage 593. Sie kommen zu diesem Verkehrszeichen, vor Ihnen fährt ein Traktor, dürfen Sie diesen überholen, lautet die Frage. Und jetzt, denke ich, sollten die Antworten, hoffe ich, klar sein. Wenn nicht, natürlich bitte gerne wieder kommentieren und dann tauschen wir uns da weiter aus. Ja, wenn auf der rechten Seite überholt werden darf. Haben wir ja gerade gelesen. Nein, wenn auf der linken Seite überholt werden müsste. Haben wir auch gerade gelesen. Nein, das ist in jedem Fall verboten. Das wird sehr häufig falsch angeklickt, habe ich bemerkt. Ja, das ist in jedem Fall erlaubt. Gut, klicken wir mal weiter, und dann denke ich, haben wir diese Frage und diese Antworten tatsächlich auch sozusagen sachlich ergründet, warum das so richtig ist, und merken uns das mit dem Verständnis hoffentlich auch leichter für unser restliches Dasein als Kraftfahrerin oder Kraftfahrer. Und ich wünsche uns allen, wie gewohnt, von ganzem Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich auf Austausch in den Kommentaren. Daumen hoch zur Motivation. Nicht vergessen, würde mich freuen, vielleicht auch mal an meine Kaffeekasse denken, dass das so ein bisschen ein Geben und Nehmen ist, denn ich investiere da sehr viel, nicht nur Zeit, sondern auch mit dem ganzen Equipment Geld, aber mache ich absolut gerne in jedem Fall. Und ja, ich hoffe, bis bald. Abonniert den Kanal. Alles Gute. Tschüss, euer Bernhard.